Man muss begreifen, dass alle Religionssysteme als Täuschungsscharlatanerien, als Machtsysteme, als Propaganda nur Erklärungsversuche der Weltaktionismen sind und nicht der Struktur oder des Wozu dieses Handlungsimperativs, der als solches nicht in Frage gestellt wird, sondern nur befragt wird daraufhin, wie man ihn am besten für die eigenen Zwecke deichseln und ausnutzen könne und ausbeuten könne.